natürlich ein enormer Dämpfer, ja. Fußball ist ein Wochengeschäft, da interessiert es niemanden mehr, was vor 2, 3 Wochen war. Es ist heute hier und heute haben wir verloren und deswegen ist es für uns natürlich ein Dämpfer. Wir wollten mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen und die Vorrunde gut abschließen und es ist heute leider nicht gelungen. Wir wussten, dass es heute ein extrem hitziges und zweikampfbetontes Spiel wird. Wir wollten den Kampf aufnehmen und über den Kampf dann ins Spiel kommen. Es ist uns erst also nicht ganz gelungen und dann kriegen wir natürlich einen unglücklichen Gegentreffer. Dann ist es in dem Stadion und mit der Stimmung natürlich schwierig, da dagegen anzukämpfen. Aber ja, wenn wir dann in der zweiten Halbzeit dann im Abschluss ein bisschen Pech gehabt und dann schlussendlich verlierst das Spiel dann so 1-0. Das hat uns natürlich gefreut, dass wir so top Unterstützung heute hatten. Umso ärgerlicher ist es, dass wir heute die Mannschaft und die Fans nicht belohnen konnten mit dem Sieg.